Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und gestern um 20.30 Uhr ist eine SBC rausgekommen, völlig random, eine 87 plus Basis, aber mit Icon SBC. Wir haben eine schon abgeschlossen, weil ich glaube Grant Alexander Arnold doppelt gezogen habe. Das heißt, ich brauche nur mehr das 83er und 85er Rating. Schließen wir natürlich ab und schauen wir kurz auf mein Team. Denn ja, mit dem Team spiele ich gerade. Ich habe mir jetzt auch noch Theo Hernandez geholt. Die letzten vier SBCs, also größeren SBCs, die Baby Icon SBC, die zwei World Cup Hero SBC und das Party Pack SBC. Wieso fokussiert die Kamera nicht? Okay, jetzt geht's wieder. Ja, Baby Icon SBC, Lippmann, dann Al-Shaber, dann Dempsey und Bremer. Also alles absolut Big L. Dann am Freitag haben wir noch ungefähr so 40 Packs aufgemacht, mit Upgrade Packs vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, der Beste war Chesney. Gestern haben wir wieder ein paar Packs geöffnet. Ich glaube, Trent war der Beste, was wir gezogen haben. Dann 85 plus Upgrades, wo ich nur 85er ziehe. 84er Upgrades, wo ich nur 84er ziehe. 83er Picks, wo 3 83er drin sind. Also je, schon langsam wird es Zeit, dass bei mir der Bunker mal wieder aufgemacht wird und das bisschen was gegönnt wird. Aber ich habe mir jetzt schon ein, zwei Videos angesehen und boah, schwierige Geschichte. Ich würde sagen, gehen wir trotzdem rein. Ich glaube, ich muss sogar ziemlich viel kaufen. Aber gehen wir hier mal rein ins 85er. Mal schauen, ich fülle das Ganze mal auf. Das, was ich nicht habe, kaufe ich mir. Und ja, wir sehen uns, sobald die SPC fertig ist. So, hier haben wir alles. Ich gebe da die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Spieler heißen, die jedenfalls ab. Die, was man sicher spielen können, die sind so nebenbei gegangen. Insigne habe ich mir kaufen müssen, alles andere hatte ich im Vertrag, einen roten Schmeichel, also nichts Besonderes. Dann gibt es ein Goldspieler-Pack dafür. Die Packs, was ich hier habe, die machen wir Weekend League bei den Rewards mit auf. Übrigens, Weekend League, ich will heute noch streamen. Weekend League zu Ende spielen, ich glaube 8 Spiele oder so haben wir noch, oder 9 Spiele. Und dann jetzt Topfahren. Hier brauchen wir ein Team auf die League und ein 83er Rating. Und ich glaube, hier muss ich einiges kaufen, aber naja, ich schau einmal. So, dann haben wir das Team auch. Ja, ich habe mir Jan Sommer ich mir kaufen müssen um 8.500 und Fernando um 1.500. Das heißt, ich habe mir einen 83er, einen 84er und einen 85er kaufen müssen für die ganze SPC hier. Also für das komplette Icon Pack. Gehen wir ab, dafür gibt es ein Premium Gold Pack und dann haben wir es abgeschlossen. Das 87 plus Basis mit Icon Pack. Und ganz ehrlich, EA, bitte, irgendwann, es wird Zeit, es wird echt Zeit. Obwohl, ich habe jetzt echt kein gutes Gefühl auf einmal. Aber naja, ich mache da jetzt kein Roulette, ich laber da nicht lang herum, ich gehe rein. Bitte einfach irgendwas Spielbares, irgendwas, was ich mal zocken kann, EA. Irgendwas, was ich vielleicht irgendwie sogar einbauen kann. Aber 3, 2, 1, gehen wir rein und brich mich nicht wieder komplett. Gib eine geile Nation her. Wir gehen nach rechts. Es wird Brasilien, es wird ZOM. Kaka! Ja! Jein! Jein! Ich weiß, es ist nicht richtig was Geiles, aber auch was nicht richtig Schlechtes. Ich schaue schon nach auf Footbin. Kaka ist. Es ist übrigens der mit Kaka. Er ist 250. 250k. Das kostet auch ungefähr die SPC. Ich schaue jetzt nebenbei auf Footbin, habe ich früher schon gesagt. Base mit Icon SPC, was kostet sie? Okay, es ist ein LC, kostet 295, das heißt, KK ist weniger wert. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich ein Spiel werde. Ich glaube echt nicht, dass ich den Dude zocken werde. Er hat zwar 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß. Man könnte ihn eventuell ausprobieren, aber naja. Schreibt mal rein, was ihr von der Karte haltet. Ich bin jetzt nicht unbedingt begeistert. Es hätte schlechter sein können. Und natürlich auch viel besser, vor allem mit Brasilien. Da hätte es so geile Sachen gegeben. Und ja, man sieht es, glaube ich. Ich bin nicht richtig glücklich mit KK. Er hat zwar so geile Stats, 5 Sterne, Spezialbewegungen. Das sieht auch geil aus. Geiles, ja gut, 90 Dribbling, aber Beweglichkeit, Balance jetzt nicht so hoch. Tempo, naja. Ich werde ihn testen, ich werde ihn auf jeden Fall testen. Schreibt auf jeden Fall rein, was ihr von der Karte haltet und ob ihr die eigene SPC auch gemacht habt. Ich könnte sie zwar jetzt noch zweimal abschließen, werde ich aber nicht machen, weil ich absolut kein Futter mehr habe. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch was und ciao. Bis dann.